Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen im Namen von CapTrader und FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich freue mich, dass wieder so viele Teilnehmer anwesend sind, obwohl wir heute ganz unüblich nicht am ersten Montag unser Webinar halten, sondern im mitten des Monats. Umso mehr freue ich mich, dass Mario trotzdem Zeit gefunden hat für uns. Und ja, dann nutze ich jetzt auch diese Überleitung an, damit ich auch den Bildschirm übergebe. Und ja, wünsche Ihnen viel Spaß, ne? Mario. Ja, erstmal vielen Dank für die Anmoderation, Nelson. Heißt natürlich auch alle recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick. Findet diesmal natürlich 2 Wochen später statt, weil wir am ersten Montag des Monats war ein Feiertag gewesen und ich war die letzte Woche beruflich unterwegs, weil ich zurzeit eine Weiterbildung als Trainer mache, bin also sehr viel in Köln momentan. Von daher ging das nicht letzte Woche, aber ich denke, der Rhythmus für November und Dezember steht. Sehen hier auch schon, wir schauen uns jetzt die Märkte an, am 7.11. ist dann der nächste große Marktausblick und dazwischen ist ja dann jeden Montag dann auch immer bei mir noch der Wochenausblick. Aber hier können wir natürlich viel mehr in die Tiefe gehen, weil wir hier ja doch eine gute halbe, dreiviertel Stunde Zeit haben, um dann anschließend dann natürlich eure Fragen auch noch beantworten zu können. Ich möchte auch gar nicht groß Vorreden machen, starten wir sofort mit den wichtigsten Terminen dieser Woche, die jetzt noch anstehen. Da haben wir nämlich heute die Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi noch um 19.35 Uhr. Ich denke, da könnten die Märkte auf jeden Fall noch mal ein bisschen in Bewegung geraten. Dann morgen am 18.10. um 14.30 Uhr für die USA der Verbraucherpreisindex für den Monat September. 2 weitere wichtige Termine dann noch am Mittwoch, 14.30 Uhr, die Baugenehmigungen und die Erdöllagerbestände. Also für alle die unter euch, die im Rohstoffmarkt unterwegs sind, eventuell könnte auch immer der Devisenmarkt davon mit beeinträchtigt werden. Und dann noch am Donnerstag sicherlich der wichtigste Termin, der EZB-Zinsentscheid. Und vor allen Dingen für mich noch viel wichtiger, dann im Anschluss die Pressekonferenz um 14.30 Uhr, weil hier lassen sich häufig wirklich sehr, sehr gute Trades machen. Ich habe dazu ja auch schon mal ein paar Videos gemacht, wie ich das Ganze intraday nutze. Diese Videos findet ihr natürlich wie alle anderen Videos von mir auch immer zuerst auf meiner Website in meiner Videothek. Dann natürlich noch am Donnerstag der Philly Fed Herstellungsindex und um 16 Uhr noch die Veräußerung von US-Eigenheimen für den Monat September. Das sind die wichtigsten Termine dieser Woche. Dann für die nächste Woche findet ihr alle wichtigen Termine wieder in meinem Wochenausblick. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch sofort mit den Märkten. Dann schauen wir einfach mal, wie sehen die großen Indizes aus. Und am Ende werden wir dann auch noch, nachdem wir die Indizes uns angeschaut haben, Devisenpaare und vielleicht auch ein paar Aktien, noch auf ein paar Termine zu sprechen kommen. So, da haben wir jetzt zum einen den S&P 500 Index. Dieser befindet sich ja seit einer grauen Zeit in einem starken Aufwärtstrend und in den letzten Wochen haben wir dann aber schon gesehen, dass das Ganze doch deutlich an Dynamik nachgelassen hat. Ich habe es ja auch hier an dieser Stelle schon vor 4 Wochen gesagt, dass wir hier doch an einem Punkt sind, wo es jetzt nicht mehr ganz so schnell vorangeht. In den letzten Wochen hat man das auch ganz gut gesehen. Der Nasdaq war wesentlich stärker und somit auch die einzelnen Aktien da drin. Im S&P. Wie gehe ich im Moment vor? Also wir sehen, der ganz große Trend ist hier natürlich noch in Ordnung. Wenn wir uns allerdings den etwas kleineren Trend anschauen, und deswegen gehe ich jetzt hier mal ein bisschen in die Tiefe hinein, da kann man dann doch schon sehen, dass das alles nicht mehr so gut aussah, wie das noch vor einigen Wochen der Fall war. Wir sehen hier, der Markt ist hier sehr schön nach oben gelaufen, hat hier korrigiert, hat dann hier nochmal versucht, einen neuen Ausbruch zu wagen. Doch dieses Hoch konnte sich hier im Endeffekt nicht durchsetzen. Und das letzte Tief, also der P3, aus markttechnischer Sicht, ist dann hier vor 4 Wochen dann auch wirklich sehr schnell durchbrochen worden. Und seitdem befinden wir uns hier in dieser
Seitwärts-Range. Wir sehen hier auf der Oberseite die spannende Phase, die liegt bei etwa bei 2175 Punkte und auf der Unterseite bei etwas über 2100, 2105. Solange wir uns hier in diesem Seitwärtsmarkt befinden, ist es natürlich relativ schwierig für uns als Trader, hier gute Trades zu bekommen. Wir haben hier einen starken Tag gesehen, das war am 11.10., das war am Dienstag letzter Woche gewesen, haben wir da einiges an Bewegung gehabt. Hier war auch Intraday natürlich das ein oder andere zu machen, weil wir hier den Ausbruch aus der Seitwärtsrange hatten. Aber jetzt, wenn wir uns die letzten Tage anschauen, ist eigentlich dasselbe Spiel, was wir hier vorher auch gehabt haben. Das heißt also für mich als Händler, es macht es hier wenig Sinn, hier neue Trades einfach einzugehen im S&P, weder im Index noch eigentlich in Einzelaktien. Es müsste schon wirklich ein wichtiger Grund sein, dass es dort besonders gute oder schlechte Zahlen gab, um hier vielleicht einen Trade intraday einzugehen, aber auf Tag und Stunde ist mir das Bild einfach zu uneinheitlich, zu wenig Dynamik. Das haben wir hier ja schon gesehen, dass es zwei Wochen eigentlich keine große Bewegung gab, auch jetzt die letzten Tage. Wir sehen auch die Unterseite zur Oberseite, machen halt auch wirklich nur etwas über 3%. Also ich gehe mal, hier kann man es jetzt ganz genau sehen, also 3,4%. Das ist nicht wirklich viel, was wir haben. Und wir haben hier, wie gesagt, eine starke Unterstützung bei 2105 Punkte und hier auf der Oberseite eben auch. Und deswegen bin ich hier sehr, sehr vorsichtig, was das angeht, hier neue Positionen aufzumachen. Dazu sind wir noch in dem Monat Oktober. Also ich gehe gar nicht mal davon aus, dass wir jetzt unbedingt einen Crash oder irgendetwas in dieser Art bekommen. Dafür sind die Märkte, glaube ich, zu stark momentan. Nichtsdestotrotz, richtige Stärke sehen wir hier halt auch nicht. Wir haben auch gesehen, dass der Volatilitätsindex in den letzten Tagen eher an Stärke gewonnen hat. Also das, wir sehen schon, es gibt ein wenig Unsicherheit im Markt. Das ist auch typisch für die Saisonalität, die wir haben, September, Oktober. Ich denke, wir müssen jetzt einfach abwarten, wie der Markt sich jetzt in den nächsten Tagen entscheidet, in welche Richtung er gehen möchte. Zusätzlich kommt natürlich auch noch diese große Unsicherheit in den USA mit der Präsidentschaftswahl. Also es sind viele Faktoren, die dafür sprechen, jetzt keine großen Neuengagements einzugehen. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, momentan eher im Daytrading-Bereich unterwegs zu sein, also wirklich in den kleineren Zeiteinheiten zu handeln. Das werde ich auch in dieser Woche machen. Wie gesagt, letzte Woche war ich viel beruflich noch unterwegs, aber jetzt die kommenden Tage werde ich hier den ein oder anderen Trade dann sicherlich versuchen, auf den kleineren Zeiteinheiten zu machen. Schauen wir uns den Nasdaq-Index an. Hier sieht das Bild ja wesentlich besser aus als im S&P. Das habe ich auch schon in den letzten Wochen mehrfach immer wieder gesagt, sowohl hier als auch natürlich in meinem Wochenausblick. Hier kann man es auch wirklich sehr gut sehen, dass der Markt hier sehr schön nach oben gelaufen ist. Auch der kleine Trend sieht momentan hier noch ganz gut aus, wobei wir hier einmal hier so ganz leicht hier die Unterseite genommen haben. Aber das würde mich jetzt erstmal nicht weiter irritieren. Also wenn ich mich engagieren wollte auf Tag und Stunde, dann wäre es jetzt eher im Nasdaq in den Werten, wobei auch hier haben wir in den letzten Tagen viele Ausbrüche gesehen, die nicht wirklich gezogen haben. Ich komme gleich noch auf zwei, drei Werte, wo es ganz gut aussieht, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehen wir hier genau diese Verunsicherung, die wir halt auch im S&P sehen. Werden sicherlich viel bessere Chancen momentan im Devisenmarkt sehen als im Aktienmarkt. Das liegt einfach ein bisschen, wie gesagt, an der Saisonalität und der Unsicherheit, die wir jetzt hier bei den Präsidentschaftswahlen haben. Ähnliches Bild im deutschen Markt. Auch hier sehen wir eine Korrektur, die jetzt schon sehr lange anhält. Also wir haben den ganzen Sommer über eigentlich keine stärkere Bewegung gesehen. Das ist schon fast ein bisschen frustrierend, wenn wir uns das anschauen. Es ist hier kein neuer Abwärtstrend, den ich hier einzeichne, sondern es ist ein reiner Korrekturtrend, den wir hier sehen. Nur es macht halt hier wenig Sinn, wenn wir uns das anschauen, hier nach unten hin irgendwelche Trades zu probieren, weil der Markt tickt dann hier so 30, 40 Punkte runter, um dann eine große Rally wieder zu starten. Hier wieder das gleiche, kurz drunter getickt und dann wieder die Rally nach oben. Also das sind alles gute Chancen im Endeffekt, die wir hier sehen, um Intraday zu handeln. Also Intraday macht es durchaus Sinn, hier den ein oder anderen Trade zu machen, also gerade auch im FDAX, also für alle die unter euch, die die Möglichkeit haben, entweder den
FDAX, FDAX Mini oder den entsprechenden CFD darauf zu handeln. Hier kann man natürlich die eine oder andere Chance wahrnehmen. Ich bin ja auch im Wochenausblick schon darauf eingegangen. Also was man hier wirklich sehr gut handeln kann, sind halt hier diese Situationen, die hier unten entstehen, wenn wir am 200er EMA sind. Wir werden auch im November noch darauf zu sprechen kommen, wieder in meinem Workshop, mehr dazu auch am Ende hier nochmal. Aber das sind halt die Situationen, die wir halt sehr gut nutzen können. Es gibt hier ein schnelles neues Tief und danach ziehen die Märkte halt an. Für uns als Trader ist das natürlich eine sehr undankbare Situation, gerade wenn wir auf Tag und Stunde handeln, weil prinzipiell sind wir ja hier eigentlich long in diesem Markt. Man kann es hier auch sehr schön sehen, also der Markt läuft hier ja sauber nach oben. Das letzte Tief ist hier nicht herausgenommen worden, was hier etwa bei 10.050 Punkten liegt. Nur wie gesagt, wir sind hier in so einem Korrekturmodus und das jetzt schon seit Anfang August. Also hier macht es wirklich wenig Sinn. Wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen gehabt, da habe ich ja noch die E.ON-Aktie auf der Short-Seite gehabt, was übrigens ein sehr, sehr guter Trade geworden ist. Also haben wir wirklich sehr viel Performance mitnehmen können. Nur im Endeffekt, jetzt sind wir wirklich in so einer Situation, wo ich keine neuen Shorts hier momentan gerade aufmache. Aber eben auch keine Longs. Also das ist wirklich auf Tag und Stunde sehr, sehr schwierig. Ich habe mir auch lange überlegt, wie wir heute beim Marktausblick, welche Sachen wir hier hineinnehmen wollen. Und deswegen werden wir auch heute mehr dann gleich auf den Devisenmarkt gehen, weil hier haben wir wirklich einige Trends, vor allen Dingen immer in Kombination mit dem britischen Pfund, werden wir jetzt uns dann gleich dann noch etwas näher anschauen. Hier kommt noch eine Frage, die nehme ich gerade mit rein. Was ist das für eine Linie beim Volumen? Das hier unten ist, hier habe ich immer mein Volumen eingeblendet, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Trading, das Volumen, vor allen Dingen auf Tagesbasis, allerdings auch im Minutenchart, weil man hier doch sehr viel raus ablesen kann. Das ist das durchschnittliche Volumen hier, die Linie, die man hier quer sieht, der letzten 10 Tage, damit man einen groben Überblick hat, wie die Märkte sich verhalten. Man könnte jetzt auch 5 Tage nehmen, das entspricht dann halt einer Handelswoche oder eben 20 Tage für 4 Wochen. Es geht eigentlich nur darum, dass man so in etwa weiß, wenn jetzt starke Ausbrüche nach oben oder unten erfolgen, ob das halt signifikant ist, ob wir da wirklich sehen, der Markt ist hier wirklich wesentlich stärker oder eben wirklich wesentlich schwächer als normal. Und daraus kann man dann wiederum Ableitungen treffen, in welche Richtung möchte ich denn jetzt intraday handeln. Da kann man halt sehr viel draus lesen aus diesen Daten. Okay, dann würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal auf die Einzelwerte, die wir haben. Kommt noch eine Frage zum Bund Future, den können wir natürlich auch heute auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Dann fangen wir damit noch an. Das ist der FGBL. Hatte ich jetzt noch nicht vorbereitet, aber schauen wir uns einfach an. Also hier der Bund Future, der hat ja eine wahnsinnige Rallye in den letzten Jahren hingenommen. Also das war eigentlich der Markt, in dem man in den letzten Jahren im Endeffekt am einfachsten sein Geld verdienen konnte. Also es ist auch einer der Märkte, wo ich immer sage, der lässt sich als Future Trader auch im Verhältnis zu den anderen Indizes relativ einfach handeln. Hier kann man ja wirklich sehen, wie der Markt hier sehr sauber immer oberhalb des 200ers nach oben gelaufen ist. Hier die schöne Aufwärtsbewegung so und jetzt kann man eben sehen, dass das Ganze eben nicht mehr weiter nach oben gelaufen ist. Es darf eigentlich auch nicht verwundern, dass es hier erstmal nicht weitergeht. Ich meine, wir haben Zinsen, die sich an der Nulllinie befinden in den Bundesanleihen. Das heißt natürlich, wir haben auch schon Minuszinsen gehabt. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich, also aus meiner Sicht kann das kein Dauerzustand sein. Es kann auch eigentlich nicht gewollt sein, dass wir in diesem Bereich sind. Nichtsdestotrotz, wenn es halt so ist, wenn wir es handeln wollen oder können, dann sollten wir es natürlich auch tun. Nur momentan sehen wir einfach, dass der Markt sich hier wieder am 200er EMA befindet und ich selber würde jetzt nicht auf die Idee kommen, hier an der Stelle schon Shorts aufzumachen, weil wir eben sehr häufig hier an diesem Bereich eine Stabilisation gesehen haben, wenn wir uns das in der Vergangenheit anschauen. Also am 200er bleiben wir halt wirklich sehr häufig stehen. Das ist so ein ähnliches Bild wie vorhin beim DAX, was wir als Intraday-Händler natürlich sehr gerne annehmen, dieses Muster, um von hier aus dann wieder zu traden. Also Intraday finde ich, ist es eine sehr gute Möglichkeit, hier drauf zu achten, ob wir hier gute Trades beim Bund Future auf diesem Niveau bekommen.
Short ist es mir im Moment noch zu früh. Dafür muss einfach noch ein bisschen mehr Druck auf die Unterseite kommen. Das sehen wir im Moment auch nicht. Auch das Handelsvolumen ist in den letzten Tagen auch nicht mehr stärker geworden, sondern es ist eher zurückgegangen. Also auch das ist für mich jetzt mal im Moment kein Indiz dafür, dass wir hier weiter schwächelnde Kurse unbedingt sehen müssen. Wenn wir allerdings dann nach den 200er nach unten durchbrechen und hier auch diesen Bereich hier, die von 160, 161 dann rausnehmen, dann muss man allerdings damit rechnen, dass es dann weiter zu großer Schwäche kommt und dann würde ich dann auch wirklich drüber nachdenken, meine Position dann in diesem Falle zu drehen. Wichtig ist natürlich vor allen Dingen für die unter euch, die vielleicht gar nicht mal nur den Bund Future handeln, aber Bundesanleihen besitzen und diese vielleicht auch in letzter Zeit erst gekauft haben, denn die würden natürlich dann massiv an Wert verlieren, wenn es hier dann so einen Durchbruch nach unten geben würde. Das heißt, wenn der Markt von hier aus dann hier so runterläuft. Also dann könnte es wirklich sehr schwierig werden. Okay, dann kommen wir mal zu dem Bereich, wo wir im Moment die meisten Trends sehen und wo es momentan auch ja doch relativ einfach dann ist, hier tatsächlich Trades zu bekommen. Ist zum einen der Australdollar gegen den kanadischen Dollar. Da befinden wir uns hier gerade oben zwar an einem wichtigen Widerstandspunkt, nichtsdestotrotz ist es hier ein sehr spannender Bereich. Also wenn wir diese 101,80 durchgehen, 102, denke ich, haben wir hier eine gute Chance, dass wir hier eine starke Rallye sehen. Momentan hängen wir natürlich hier oben fest. Es macht auch aus meiner Sicht hier im Moment keinen Sinn, hier große Trades aufzubauen, weder intraday noch auf Tag und Stunde. Nichtsdestotrotz würde ich gerade dieses Devisenpaar auf jeden Fall auf meiner Watchlist halten. Also ich mache das dann immer so, dass ich in diesen Fällen hier einfach einen Alarm reinlege. Das könnt ihr ja mit eurer Software wahrscheinlich auch. Es ist ja fast mit jeder Software heute möglich, Alarme hineinzulegen. Das heißt also, wenn wir hier zu einem Durchbruch kommen, dann möchte ich natürlich gern bei der Party dabei sein, weil das sehen wir halt sehr häufig, wenn Märkte an einer bestimmten Zone immer wieder angelaufen sind und diese aber nicht nachhaltig nehmen konnten, dann fallen wir halt immer erst wieder zurück. Aber wenn wir es denn schaffen, dann haben wir hier wirklich eine gute Möglichkeit, auf allen verschiedenen Zeitebenen hier wirklich gute Trades zu machen, weil das spielt dann im Endeffekt keine Rolle, wenn der Markt hier durchbrechen sollte, ob ihr jetzt auf Stunde handelt, auf Tag oder Intraday, weil wenn das kommt, dann haben wir wirklich gute Chancen hier, sehr, sehr gute Gewinne zu machen. Das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen im Euro-US-Dollar. Also wenn man aus solchen Phasen herausläuft, dann bekommen wir wirklich häufig eine gute Party, wo wir dann wirklich Chancen haben, hier dann auch im Devisenmarkt mal wirklich richtig abzusahnen, weil das ist ja auch immer ein Problem, dass im Devisenmarkt das Ganze ja sehr zäh häufig ist, wo man wirklich dann schauen muss, dass man da wirklich an sein Geld herankommt, aber wir müssen halt wirklich die guten Situationen dann nutzen und das wäre jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht einer, wenn wir zum Beispiel den Widerstand herausnehmen bei der 101 und dann wirklich eine Chance bekommen würden, hier sehr dynamisch dann auch nach oben zu laufen. Ähnliches Bild sehen wir hier im Australdollar gegen den Schweizer Franken. Auch da rolle ich das Ganze mal auf. Also wir befinden uns hier schon seit einiger Zeit oberhalb des 200er EMAs. Wir sehen auch, dass wir hier einen Trend haben, der sich hier etabliert hat in diesem Bereich. Allerdings sehen wir hier auch ganz klar, dass wir hier eben einen Widerstandsbereich hier oben haben. Also da darf man einfach nicht drüber weggehen und sagen, naja, ich probiere das jetzt einfach mal so aus, weil das haben wir hier schon gesehen, das ist einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal ist der Markt hier angelaufen. Ich persönlich gehe immer dran, wie gesagt, wie vorhin schon bei dem Bild, sollten wir hier durchbrechen, was ja durchaus realistisch ist, dann auf jeden Fall macht es hier Sinn, hier Positionen aufzubauen. Das würde ich starten. Ich persönlich dann, wenn ich es schaffe, intraday vielleicht auf M1 oder M5 hier Trades aufzumachen und sie dann anschließend aber auf den Stundenchart möglichst schnell zu transferieren, um möglichst viel von dieser Bewegung mitzubekommen. Sollte ich intraday nicht hineinkommen, werde ich auf jeden Fall dann diese Ausbrüche dann nutzen, um hier dann auf Stundenbasis zu handeln. Was ich nicht machen werde, ist hier an dieser Stelle einen Short aufmachen, in der Hoffnung, dass der Markt hier weit zurückläuft. Warum nicht? Ist relativ einfach, wenn wir uns das anschauen. Wir haben gesehen auf dem großen Bild, wir haben hier einen Trend. Wir sehen auch in den letzten Wochen, dass wir hier steigende
Tiefpunkte gesehen haben. So, und solange wir natürlich steigende Tiefpunkte haben und hier auf der Oberseite der Deckel drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel größer, dass der Markt eben nicht hier wieder so stark zurückkommt. Das heißt nicht, dass er hier nicht nochmal kurz zurücklaufen kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, dass der Markt nach oben ausbricht. Und dieses Szenario tritt halt auch wirklich sehr, sehr häufig ein. Ich werde immer wieder gefragt, woher wir immer dieses Wissen nehmen, wie oft sowas passiert. Es gibt darüber wirklich extrem gute Bücher, welche ich immer wieder empfehle. Das habe ich auch schon ein paar Mal in meinen Videos gesagt. Ist ein Buch von Bulkowski. Das ist kein normales Buch, wo viele Strategien drin stehen, sondern da steht gar keine Strategie drin, sondern nur Auswertung solcher Formationen, wie wir das hier eben sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ganze dann in die entsprechende Richtung aufgelöst wird. Und daraus können wir natürlich sehr viel mitnehmen für uns, wenn wir wissen, okay, ich sage jetzt mal hier in diesem Beispiel, in 65 bis 70% der Fälle wird das Ganze jetzt nach oben aufgelöst. Dann können wir uns natürlich entsprechend positionieren und hier recht einfache Trades machen. Denn für uns ist es ja auch als Trader oder als Händler doch immer sehr wichtig, dass wir eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit haben, dass der Trade, den wir eingehen, auch funktioniert. Denn ohne dieses Wissen, diesen Vorteil, den wir haben im Markt, macht das Traden ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, denn sonst könnten wir auch eine Münze werfen, 50-50, dann hätten wir wenigstens eine Trefferquote von 50%. Ich sehe das immer wieder auch in Workshops, dass Kunden halt wirklich, wenn sie zu mir kommen, häufig sogar Trefferquote haben, die weit, weit unter 50% liegen. Wie gesagt, wenn man eine Münze werfen würde, würden wir ja schon bei 50-50 sein. Also da müssen wir immer schauen, wie macht das Sinn. Und hier kann man es eben sehr gut sehen. Also das ist wirklich so eine Chance, genau wie bei dem Devisenpaar vorher. Wenn der Markt hier durchbricht, dann werden wahrscheinlich sogar beide Devisenpaare gleichzeitig starten, weil es natürlich in beiden der Austral-Dollar drin ist. Und das heißt, es geht dann hier dann auch weiter. Nächstes Devisenpaar, was natürlich sehr, sehr gut läuft momentan, ist der Euro gegen das britische Pfund. Auf das britische Pfund kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, weil die Muster natürlich auf der Long- und auf der Short-Seite ähnlich aussehen momentan. Es ist halt immer die Frage, steht das britische Pfund so wie hier jetzt an zweiter Stelle? Das heißt, vorne steht der Euro und hinten das britische Pfund. Hier sehen wir schon, steht das britische Pfund vorne. Das bedeutet dann nichts anderes, dass es nicht long-lastig ist, sondern eher short-lastig. Hier ganz klar zu sehen, wir sind hier in einem sauberen Aufwärtstrend. Also der große Trend zeigt hier ganz klar nach oben. Aber auch der mittlere und kleine Trend kann man hier ganz gut sehen, zieht hier halt sehr gut nach oben. Wir haben hier in der letzten Woche wirklich einen sehr starken Ausbruch gesehen, konsolidieren das Ganze jetzt seit einer Woche aus und daran sieht man jetzt auch schon, warum ich nicht so der Riesenfreund bin, im Devisenmarkt hier immer im Sekundenbereich oder im Minutenbereich zu handeln. Wenn man zur richtigen Zeit drin ist, kann man natürlich wirklich viele gute Trades machen, aber es ist aus meiner Sicht halt viel, viel einfacher, hier im Stundenchart solche Situationen zu nutzen, wenn der Markt einfach hier aus so einer Korrektur herauskommt und man dann eben entsprechend diese Trades nutzt. Auch hier kann man das sehr schön sehen. Wir hatten hier die Bodenbildung gehabt und danach sehen wir hier, wenn ihr euch das anschaut, wirklich mehr als 8 Tage nur steigende Kurse ohne große Korrektur. Dasselbe Bild hier. Wir kommen aus der Korrektur und sehen hier dann über einen Zeitraum von 4 Wochen nonstop steigende Kurse. Nur einmal gab es hier so einen kleine Korrektur von 3-4 Tagen, die aber im Stundenchart gar nicht zu sehen ist, großartig, können wir uns auch anschauen, damit ihr einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sinnig es einfach ist, Trades einfach mal auch auf einer größeren Zeiteinheit einzugehen, weil es einfach häufig viel profitabler ist, auf Stundenbasis zu handeln. Natürlich Intraday, wenn man hier so einen Ritt hier bekommt, dann ist das natürlich wahnsinnig viel Geld, was man hier an einem Tag, in einer Stunde verdienen kann. Nur im Regelfall ist es ja doch so, dass es häufig dann ist, wenn irgendwelche Zahlen bekannt gegeben wurden und dann ist es halt sehr schwer, hier einen guten Trade zu bekommen. Wie man da dann rangehen muss, auch das ist immer gar nicht so einfach. Also auch da braucht man eine klare Handelsstrategie. Das werden wir natürlich auch dann im November dann besprechen, wie man da rangehen kann. Aber es ist
wie gesagt, sonst sehr häufig so, man die Zahlen kommen und dann explodieren halt die Märkte, weil die Orderbücher leer sind, ist dann halt wirklich sehr schwierig zu traden. Aber wie gesagt, wenn wir uns hier einfach mal die Phase bis dahin nur anschauen, bevor der Markt hier ausgebrochen ist, da sieht man einfach, dass auch auf Stundenbasis es ist relativ einfach ist, weil wir hier immer sehen, die Märkte laufen halt wirklich sehr, sehr sauber. Und das ist eigentlich das, was wir häufig verkennen im Trading, dass wir hier wirklich häufig gute Chancen bekommen, hier auch im Devisenmarkt auf den größeren Zeiteinheiten hier vernünftige Trades einfach mal anzusetzen. Natürlich sieht man jetzt hier, dass man hier auch mal ausgestoppt wird, aber das gehört halt zum Trading auch mit dazu. Aber nichtsdestotrotz, also dieses Devisenpaar finde ich einfach auch im Moment super. Werde jetzt auch hier wieder, wenn wir den Ausbruch hier über die 88,40 schaffen, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, hier sind wir ja momentan, wenn es auskonsolidiert ist und wir hier dann über das Hoch hinausgehen, über 91,40, werde ich auch wieder versuchen, hier reinzukommen. Vorher macht es aus meiner Sicht wenig Sinn. Ich erkläre auch kurz, warum. Das sieht man hier in der engen Range, in der wir uns momentan befinden. Also wir sehen hier, dass wir eine Range haben, und das ist selbst für Devisenverhältnisse relativ klein, die 89,60 zu 90,60. Das sind hier etwa 100 Pips, die wir hier haben, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht, hier dann zu handeln. Also da wirklich immer darauf achten, dass ihr wirklich in Phasen seid, wo ihr dann aus solchen Seitwärtsmärkten ausbrecht, das nennt man Schiebezonen oder Leisten, diesen Bereich. Wenn es da rausgeht, bekommen wir halt häufig gute Trades. Umsetzen, wie gesagt, kann man das Ganze natürlich in mehreren Möglichkeiten, also direkt entweder als CFD, wenn ihr ein kleineres Konto habt, ansonsten natürlich am Spotmarkt oder halt auch als Future. So, dann kommen wir zum nächsten Devisenpaar. Also ihr seht, heute habe ich einiges an Devisenpaaren im Gepäck. Das ist ja nicht immer so. Auch hier haben wir jetzt eine interessante Situation, weil wir das jetzt hier sehen, dass wir hier eben auf der Unterseite den Durchbruch brauchen bei der 1,43. Wenn das passiert, dann werden wir auch hier wieder sehr viel Dynamik auf der Unterseite sehen. Also wir sind hier ziemlich dicht dran, für mich zu spät, um jetzt hier short zu gehen, aber genau passend, wenn der Markt hier durchgeht, um dann hier den Rücklauf zu nutzen, hier an dieser Stelle, um dann in einen Trade hineinzugehen. Und wie gesagt, weil die Frage vorhin auch kam, in welcher Zeiteinheit, nehmt die Zeiteinheit, wo ihr euch wohlfühlt. Es gibt Trader, die fühlen sich halt extremst wohl auf Tagesbasis und auf Stundenbasis. Ich mache zwischenzeitlich rund 40% meiner Trades in diesem Bereich auf Stunde und auf Tagesbasis, etwa 60% Intraday. Das war mal früher ganz anders. Früher habe ich 95% nur Intraday, also wirklich nur auf Minute oder niedriger gemacht. Das hat sich über die letzten 20 Jahre halt einfach immer weiter dazu entwickelt, dass ich mehr auf Stunde handle, weil es wesentlich ruhiger geworden ist, viel einfacher zu traden und man kann hier eben entsprechend auch hohe Profite erzielen. Natürlich kann man intraday auf Minute, wenn man davor sitzt, den ganzen Tag, ganz außer Frage, noch viel höhere Profite erzielen. Nur man muss auch sehen, das Risiko ist auch einfach größer. Und man muss einfach genau wissen als Trader, was will ich denn jetzt überhaupt machen? Wo ist meine Stärke? Kann ich das wirklich auch, habe ich die Chance, hier wirklich 6-8 Stunden davor zu sitzen, um dann zur richtigen Zeit hier dann auch entsprechende Trades zu machen? Okay. Dann kommen wir natürlich zu einem Devisenpaar, was natürlich die meisten wahrscheinlich interessiert, ist der Euro gegen US-Dollar. Ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, wir haben halt eine wahnsinnig gute Situation gehabt, wenn wir uns das Jahr hier anschauen in 2014. Also war ja wirklich ein Traum zu traden. Wir haben es ja bei mir in der Facebook-Gruppe oft genug gezeigt, hier die Trades, die ich hier auch auf Stundenbasis gemacht habe. Wenn wir allerdings jetzt hier mal genauer reinschauen in diese Situation der letzten Wochen, da sieht man schon, dass hier auf Tag und Stunde kein großer Blumenpott zu gewinnen war. Das liegt einfach daran, dass wir hier auf der Oberseite bei 1,15, 1,16 ziemlich gedeckelt sind, aber auf der Unterseite auch einiges an Unterstützung halt haben. Und das kann man eben hier in diesem Bereich hier sehr gut sehen, dass wir hier so ein Unterstützungslevel haben, in dem wir uns jetzt auch wieder befinden zwischen 107 und 109. Wenn wir da nach unten durchkommen, dann haben wir natürlich gute Chancen, dass der Markt hier wieder mit Druck auf die Unterseite geht.
Die Long-Seite habe ich im Moment überhaupt nicht hier auf dem Plan, weil es einfach viele Gründe gibt, warum der US-Dollar hier sich so verhält, wie er es momentan macht. Das hat viel mit den Zinsen in den USA zu tun. Wenn wir hier weiter fallende Kurse sehen, denke ich auch, dass wir eher einen schwachen US-Markt sehen werden in den nächsten Wochen. Also es entscheidet sich sicherlich sehr viel an der Zinsfront und dann läuft das Ganze über den Devisenmarkt hin dann zu den Aktienmärkten. Also ich denke, die Verunsicherung kommt einfach über den Zinsmarkt momentan und da müssen wir halt genau aufpassen, was hier wirklich passiert. Sollten wir wirklich anziehende Kurse sehen, also dass die Zinsen ansteigen in den USA, das werden wir bei den nächsten Notenbanktagungen wieder hören, dann werden wir auf jeden Fall die Auswirkungen sofort im Euro-US-Dollar sehen und dann auch zwangsläufig wieder in den Aktienmärkten, sowohl im S&P 500 als im Nasdaq, aber eben auch dann im FDAX. So, und jetzt kommen wir hier, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, hier ist im Prinzip jetzt das umgekehrte Bild zu dem, was wir vorhin gesehen haben, Australdollar gegen britisches Pfund oder eben umgekehrt, je nachdem, welches Devisenpaar vorne steht, weil die Frage kommt auch immer wieder, warum ist das eine Long und das andere Short? Ja, das halt, hängt halt immer davon ab, wenn der Australdollar vorne steht, dann wäre der Chart genau spiegelverkehrt. Wenn das britische Pfund vorne steht, dann ist es eben genauso, wie es jetzt hier ist. Also wir sehen, wir haben hier den Anfang wirklich einer richtigen Schwäche im britischen Pfund. Das bleibt auch gar nicht aus. Durch den Brexit wird es hier wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen immer eher die Unterseite sein, auf der wir unser Geschäft machen können. Also ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum ich hier unbedingt long traden sollte. Ich werde also auch hier wieder versuchen, mit verschiedenen Setups hier einfach auf die Short-Seite zu gehen. Also ich nutze das halt immer, dass ich entweder gerade im Devisenmarkt eben Rückläufe nutze, um mich in den Markt einzukaufen. Wie gesagt, auch häufig dann gerne in den größeren Zeiteinheiten auf Stunde, weil hier diese Chancen dann einfach da sind, hier diese Bewegung einfach mit nach unten mitzunehmen. Jetzt hier unten immer an den absoluten Tiefs Shorts aufzubauen, das ist immer eine ganz gefährliche Sache. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Dann ist man häufig im Devisenmarkt so der Letzte in der Kette. Und muss man immer wirklich sehen, macht es hier wirklich Sinn, hier Trades einzugehen. Wenn ihr allerdings aus der Korrektur herauskommt, dann kann man wirklich im Devisenmarkt einiges an guten Trades erwischen. So, musste man gerade kurz einen Schluck trinken. Also wie gesagt, also hier sieht man wirklich, wir sind hier weit, weit in der Bewegung. Also für den Devisenbereich ist das natürlich echt ein Hammer, was hier in den letzten 4 Wochen passiert ist, wenn wir uns das mal anschauen. Also es sind 10%, wo es hier bergab gegangen ist. Und das ist natürlich eine Menge Holz. Also von daher hier Rücklauf immer abwarten und dann wieder in einen entsprechenden Trade einsteigen. So, auch hier britisches Pfund gegen den kanadischen Dollar, also auch da ähnliches Bild wie vorhin. Also wir können jetzt hier, möchte jetzt gar nicht überall sagen, weil wir sehen hier überall im Endeffekt das gleiche Bild. Diese Tageskerze hier vom 7. Oktober, die finden wir eben in jedem Chart. Hier ist es auch der 7. Oktober. Es sind alles gute Möglichkeiten, hier auf der Short-Seite zu agieren, hier auch der 7. Oktober. Also das ist auch der Punkt, auf den ich immer wieder ganz gerne aufmerksam machen möchte. Wenn ihr Devisen handelt und ihr sagt, naja, ich möchte vielleicht 3, 4 verschiedene Devisenpaare handeln, weil ich möchte ein bisschen diversifizieren, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr natürlich darauf achtet, dass ihr nicht in jedem Devisenpaar, was ihr handelt, zum Beispiel hier das britische Pfund drin habt. Denn natürlich kann man sagen, wenn das in die richtige Richtung geht, dann ziehen natürlich alle gleichzeitig mit. Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, wenn jemand irgendwann so eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung kommt, mit der wir nicht rechnen, dann fliegen wir halt auch aus allen Trades gleichzeitig raus. Und das kann natürlich sehr, sehr teuer werden. Von daher hier das Risiko einfach immer klein halten und sagen, naja, ich nehme jetzt einfach mal ein Devisenpaar, vielleicht 1, 2, wo das britische Pfund drin ist, dann 1, wo eben vielleicht der Euro oder US-Dollar drin ist, dann 1, wo der Australdollar drin ist, sodass man nicht so komplett festgelegt ist. Idealerweise
diversifiziert man das sogar noch viel weiter, dass man eben nicht nur Devisen nimmt, sondern vielleicht auch Indizes oder, was ich halt sehr gerne mache, im Aktienbereich unterwegs ist, weil hier lässt sich natürlich häufig eine extrem starke Performance auch machen, wenn man denn ein entsprechend gutes Screening an den Tag legt. Mario, also wie gesagt, hier über... Ja. Ganz kurz, ich habe in den Chat einen Link gepostet zu den Forex-Grundlagen von uns, ein Video, wo da auch mal das Thema Forex mal ganz genau erklärt wird. Ah ja, perfekt, weil das ist wirklich wichtig, finde ich super, dass du das gerade noch reingepostet hast, denn gerade Forex ist wirklich, da muss man auf so viele Kleinigkeiten halt achten und dann schaut euch das einfach mal in Ruhe an, dann brauche ich da gar nicht weiter drauf einzugehen, weil das ist wirklich so diese Grundlagen, damit sollte man sich einfach beschäftigen, weil man sonst häufig sehr große Probleme im Trading bekommt. Okay, dann schauen wir uns vielleicht noch zum Abschluss noch ein paar Einzelaktien an, die recht interessant momentan aussehen. Da haben wir natürlich zum einen Adobe, kann man hier ganz gut sehen, die befindet sich wirklich in einem sauberen Aufwärtstrend, hat auch die Korrektur der letzten Tage überhaupt nicht richtig mitgemacht. Das heißt, die verläuft hier seitwärts momentan, liegt deswegen auch bei mir momentan auf der Watchliste. Ihr seht allerdings schon, dass meine Watchliste sehr dünn im Moment im Aktienbereich ist. Sie ist häufig viel, viel größer. Also ich habe hier fast immer 10 Werte drinnen stehen, aber es ist einfach im Moment nicht das ideale Umfeld fürs Trading, für Aktien. Das kann sich innerhalb von 3 Tagen häufig wandeln, aber momentan ist es halt so. Und ich mache es dann einfach so, wenn wir in so einer Situation sind, dann handle ich auch in dem Moment nicht. Also das macht halt aus meiner Sicht wirklich dann auch wenig Sinn, dann aktiv zu werden, wenn gerade sich überhaupt nichts bewegt. Aber Adobe ist halt eine Aktie, da warte ich eigentlich nur darauf, dass wir hier wieder unter steigenden Umsätzen, also das ist hier eben der Faktor, schaut hier mal die Umsätze an, die sind halt wirklich massiv zurückgegangen. Wenn wir hier wieder Bewegung bei den Umsätzen bekommen, dann macht es hier Sinn, auf jeden Fall wieder die Aktie mit auf den Schirm zu nehmen, weil die wirklich langfristig einen sehr, sehr schönen Trend nach oben hat und das sollte man ab und zu immer mal wieder machen, schauen, wie verhält sich so ein Wert und Adobe gehört halt wirklich zu den ganz, ganz großen Playern hier, die hier auch wirklich sehr stark sind und wo wir wirklich viele gute Trades schon gemacht haben in der Vergangenheit, aber eben auch machen können. So, hier haben wir den nächsten Wert, hier bin ich sogar schon zweimal in den letzten Wochen immer wieder mal eingestiegen, möchte aber hier jetzt eigentlich auch nur darauf warten, dass wir einen starken Tag sehen, auch dass das Gesamtbild im Nasdaq-Index einfach ein bisschen aufhält, dann werde ich hier auf jeden Fall auch in der LRCX wieder die Long-Seite wählen, weil wir haben hier eine schöne Korrektur gemacht, die aber nicht, und das ist für mich halt auch wiederum wichtig, nicht hier über im Rücklauf hier unter den letzten P2, also unter den Ausbruchspunkt gegangen ist, sondern hier wirklich nur kurz korrigiert und jetzt von hier aus wieder gute Chancen hat, nach oben zu laufen. Das heißt also auch hier bin ich eher bereit, in solche Aktien jetzt momentan hineinzugehen, die sich sehr, sehr stark halten, also die nicht unbedingt die riesigen Korrekturen hinlegen. Und da müssen wir einfach abwarten, wenn der Nasdaq Stärke gewinnen sollte in den nächsten Tagen, dann wird das sicherlich eine der Aktien sein, die hier dann auch wieder sehr stark ins Laufen kommen und wo ich dann auch wieder versuchen werde, sehr schnell Positionen aufzubauen, sowohl intraday als auch auf Stundenbasis. Jetzt kommen wir noch zu 2 Aktien auf der Short-Seite, weil wir, wie gesagt, wir sind in einem Marktumfeld momentan, wo man weder richtig long traden kann, noch idealerweise short. Was ich da sehr gerne mache, ist dann eine sogenannte marktneutrale Strategie. Das heißt, ich schaue einfach, gibt es besonders starke Aktien und besonders schwache Aktien und versuche dann vielleicht 1, 2 starke und 1, 2 schwache Aktien zu nehmen in mein Depot. Wenn der Markt dann in eine Richtung wegläuft, habe ich dann kein Problem, aber in der Regel ist es halt so, das sehen wir ja auch hier, dass die Aktie kontinuierlich schwach unterwegs ist und auch langfristig sehr schwach. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, die ist wirklich hier in den letzten 12 Monaten von 125 auf die 73 herunter, das ist schon eine Menge Holz hier, was die Aktie hier verloren hat, 40%. Und also ich wäre jetzt hier eher geneigt, auch nach einer kurzen Korrektur hier wieder neue Shorts in der Aktie aufzumachen. Ähnliches Bild hier, auch in der SRCL können wir das sehr gut sehen. Wir haben hier immer wieder Gaps, auch das ist natürlich immer ein Punkt, wo viele Trader immer Angst haben, wenn sie hier diese Gaps sehen, die hier immer wieder entstehen, brauchen wir keine Angst vorzuhaben, denn diese Gaps entstehen hier in einer schönen
Regelmäßigkeit, und zwar innerhalb immer im Raum von 3 Monaten. Das sind nämlich die sogenannten Quartalszahlen, die dann kommen. Und da müssen wir natürlich immer darauf aufpassen, auf die Quartalszahlen, wann die kommen, dass wir nicht zu dem Zeitpunkt gerade im Markt sind. Aber das kann man ja relativ einfach machen, denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich das anzeigen zu lassen. Wenn ihr den Agena Trader habt, da sehen wir es sofort im End-of-Day-Screener, da können wir uns das anzeigen lassen. Ich mache das, zeige das mal hier, weil ich das hier auch immer mache. Also wenn ich jetzt hier eingebe Earnings für den Nasdaq für die nächsten 5 Tage zum Beispiel, dann gehe ich einfach, lade ich die Daten und dann bekomme ich sofort angezeigt, welche Aktien haben zum Beispiel in den nächsten 5 Tagen Earnings, und dann handle ich die einfach nicht auf der Short-Seite, wenn ich jetzt auf Tagesbasis oder auf Stundenbasis agiere. Intraday spielt es ja keine Rolle. Da würde ich dann allerdings gerne im Regelfall nach den Zahlen handeln, weil hier lässt sich natürlich dann wirklich sehr, sehr einfach dann das Geld verdienen, wenn die Zahlen gekommen sind, weil dann haben wir ein Gap und dann haben wir sehr viel Unsicherheit, und hier bekommen wir dann wirklich schöne Trades dann auch. Mehr Beispiele dazu findet ihr auch in meiner Videothek dazu. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Aktien auf der Long- und Short-Seite gewesen. Ich, wie gesagt, habe sonst ja immer sehr, sehr viele Aktien auf dem Plan, aber dadurch, dass sowohl der S&P als auch der Nasdaq und auch der DAX momentan eben eher in der Korrektur sind, habe ich halt im Moment auch nicht so viele Aktien, die interessant sind. Ich denke, das wird sich vielleicht in der nächsten Woche wieder ändern. Ich denke, am Donnerstag haben wir gute Chancen, wenn wir die Notenbank tagt. Also da denke ich, dann kriegen wir Bewegung in den Markt und dann haben wir auch wieder Chancen, wieder gute Trades zu machen. Ich werde die 2-3 Tage bis dahin eben nutzen, eher auf Minutenbasis Trades zu machen und hier auf den größeren Zeiteinheiten einfach mal die Füße stillzuhalten. Okay, dann würde ich sagen, dann schauen wir einfach mal, was an Fragen zwischenzeitlich hereingekommen ist. Wir haben beim letzten Mal immer sehr viele Fragen gehabt. Vielleicht kann ich euch da die ein oder andere noch von beantworten. Vielleicht, wenn du jetzt auch sowieso schon bei der Analyse bist, hier ist noch der Wunsch nach Öl. Eventuell könntest du da noch. Also ich habe keine aktuellen Kurse zu Öl, weil ich Öl selber überhaupt nicht handle. An Rohstoffen selber handle ich nur Gold und Silber, und da auch nicht im Trading-Bereich, sondern wirklich nur als langfristiges Investment. Das heißt also, ich kaufe mich sukzessive in die Märkte ein, in fallende Kurse hinein. Also das ist auch etwas aus dem langfristigen Bereich, kann ich vielleicht 2, 3 Sätze zu sagen, weil ich das auch schon seit vielen Jahren mache. Ich mache im Endeffekt ein Langfristportfolio, was aus mehreren Strategien sich zusammensetzt. Eine Strategie ist eben im Devisenbereich, sprich Gold und Silber, immer wieder zu kaufen, wenn Märkte sehr stark zurückkommen, mindestens 25%, dann baue ich Positionen auf, und die werden einfach immer, immer weiter aufgebaut mit echtem physischen Gold und Silber, und ich trenne mich wieder von diesen Positionen sukzessive, wenn ich mit diesen 50% vorne bin. Also da mal so ein kleiner Tipp, also das macht halt wirklich Sinn, das Ganze, diese Schwankungen auszunutzen. Das ist kein Geschäft, was von einem Tag auf den anderen kommt, aber es ist halt sehr einfach, hier kontinuierlich über einen gewissen Zeitraum immer wieder mal 50% mitzunehmen. Deswegen Rohstoffe finde ich, muss man halt wirklich genau wissen, was man da macht, weil man handelt hier im Regelfall ja Future, zum Teil natürlich auch CFDs, aber da sollte man schon genau wissen, was man da eigentlich macht, weil wir haben da natürlich auch immer mit Aufgeldern zu tun, Rollgewinne, beziehungsweise meistens sind es Rollverluste, die wir erleiden, also von daher da auf jeden Fall immer genau aufpassen, wenn ihr dort unterwegs seid in diesem Bereich. Okay. Siehst du die Fragen auch, Mario, oder soll ich sie vorlesen? Ja, ich gucke gerade mal durch. Ich fange einfach mal von oben an und schau mal, was wir haben. Genau, viele Fragen hast du eigentlich auch schon beantwortet. Ja, das eine oder andere habe ich vorhin schon gesehen. Hier ist eine Frage, macht es mehr Sinn, die Hoch- und Tiefskurse zu berücksichtigen oder eher Eröffnungsschlusskurse für die Trenderkennung? Ja, das hängt, da scheiden sich natürlich immer die Geister, ob man das eine oder das andere besser macht. Also ich kenne halt sehr viele, die zum Beispiel nur Schlusskurse nehmen, das heißt, sie haben ja überhaupt keine Candlestick-Charts, sondern einfach nur einen einfachen Linienchart und machen daran eben ihre
Ergebnisse fest. Die nutzen dann natürlich nur Schlusskurse, logischerweise. Was anderes kann ja im Linienchart nicht abgebildet werden. Das ist auch vollkommen ausreichend, wenn man nur auf großen Zeiteinheiten unterwegs ist, also sprich nur im Tageschart. Da braucht man auch keine teuren Datenabos. Die kann man über einen Yahoo-Feed kostenfrei bekommen oder auch sehr kostengünstig über CapTrader beziehen, diese Kurse. Aber wie gesagt, das ist eher was für die großen Zeiteinheiten. Intraday brauche ich natürlich immer die gesamte Handelsspanne, die halt da ist. Frage von Martin ist, welchen Zeitintervall ist für deine Analyse relevant? Also ich nutze halt für die Analyse immer den Tag- und Stundenchart. Ich fange halt am Tag an und gehe dann in die Stunde und ich schaue mir im Regelfall die letzten 9 Monate an, manchmal auch 12, je nachdem. Wenn ich sehe, ich bin in einem Seitwärtsmarkt, dann will ich natürlich sehen, wie hat sich der Markt vorher entwickelt, sind wir eher tendenziell long oder short. Meistens kann man es auch am Hand des EMAs 200 schon abblicken, ob wir eher in einem Long-Modus sind oder eher in einem Short-Modus. Da einfach ein bisschen drauf achten, aber ich finde, so 150 bis 200 Perioden, da macht man eigentlich nicht viel verkehrt, auch wenn man Intraday handelt, dann hat man eigentlich einen ganz großen Überblick, ob man jetzt eher long, eher short handeln sollte oder, was noch viel wichtiger ist, wenn wir in einer Phase sind, in der wir gar nicht traden sollten. Andreas fragt, warum gehst du nicht früher rein? Befinden wir uns im DOCJ, Dow Jones, in einem intakten Aufwärtstrend und kommen gegebenenfalls aus der Korrektur? Ja, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, aus der Korrektur in einen Markt hineinzugehen. Also nehmen wir mal jetzt hier den... Ich glaube, die Frage war bezogen auf Outcut und dieses DOCJ soll doch heißen. Ach doch, okay. Ja. Das war, als du Outcut vorgestellt hast, dann kam die Frage. Okay. Ja, man kann natürlich immer aus der Korrektur heraus handeln. Das muss halt zu eurem Setup passen. Das ist eben der Punkt. Also Screening und Handelsplan gehen halt ineinander über. Das heißt, wir müssen wirklich immer darauf achten, dass wir, wenn wir unterwegs sind, immer zu schauen, okay, ist es jetzt besser, haben wir ein Setup zum Beispiel, wenn man Devisen handelt, sieht besser, wenn ich aus der Korrektur heraus handle. Wenn ich Intraday handle, macht das durchaus immer Sinn, aus der Korrektur heraus zu handeln, weil wir dann einfach eine viel größere Wegstrecke bekommen. Es gibt allerdings im Aktienbereich sehr viele Möglichkeiten, wo es viel besser ist, nicht aus der Korrektur heraus zu handeln, sondern manchmal wirklich Allzeithochs zu nehmen fürs Trading. Da muss aber jeder schauen, was habt ihr für einen Handelsplan? Also macht euch wirklich einen Plan, bevor ihr tradet. Wann wollt ihr was handeln? Also das ist wirklich etwas, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, denn wenn ihr keinen Handelsplan habt, dann könnt ihr eure Trades auch nicht duplizieren, das heißt immer wieder dasselbe machen. Also ich habe am Wochenende noch ein Feedback von einem Kunden bekommen aus dem Workshop vom September, der auch geschrieben hat, hat jetzt einen Handelsplan, hat jetzt die letzten Wochen getradet, auch das erste Mal in seinem Leben positiv, wirklich über einen längeren Zeitraum positive Trades und das im Endeffekt nur dadurch, dass er jetzt einen Handelsplan hat, dass er weiß, wann will ich was machen und diesen Handelsplan wirklich kontinuierlich auch abarbeitet, weil das ist wirklich wichtig, dass ihr nicht einmal sagt, naja, heute mache ich es mal so und morgen mache ich es mal so und weil jetzt ein Zinsentscheid ist, handle ich jetzt mal ganz anders. Das ist halt sehr, sehr schwierig, weil ihr es nicht duplizieren könnt. Ne? Okay. Hans fragt, ist es für dich im Währungshandel Intraday auch ein Thema? Und wenn ja, wie lange ist dann die durchschnittliche Haltedauer? Also ich halte Intraday sehr wenig im Devisenmarkt, das meiste wirklich nur auf Stundenbasis. Das liegt einfach daran, dass die Stunde aus meiner Sicht viel einfacher zu handeln ist. Intraday gehe ich gerne in die Märkte hinein, ans nach entsprechenden Zahlen, weil das nutze ich, aber ich nutze nicht im Prinzip, wenn die Nachricht herauskommt, dann in den Markt zu gehen, sondern ich habe eine ganz eigene Strategie, wie ich handle nach Zahlen. Gleich gilt auch für den Indexmarkt, da habe ich auch eigene Strategien, die ich nutze für nach den Zahlen. Wie gesagt, schau einfach mal bei mir in der Videothek vorbei, da gibt es zum Beispiel zu Zinsentscheiden, glaube auch sogar 2 Videos im Devisenmarkt, komplett andere Strategie, aber auch immer nach Bekanntgabe der Zahlen, da werde ich erst aktiv. Ich habe nicht, wenn der Entscheid kommt, Orders drinne liegen, wo ich sage, naja, wenn er jetzt long nach oben schießt, der Markt, dann lasse ich mich reinholen, weil das geht meistens schief.
Okay, Peter fragt, was das für ein Buch ist. Das hat Nelson schon reingeschrieben, genau, die Enzyklopädie der Chartmuster. Also eines für mich, eines der Pflichtbücher überhaupt. Das ist nicht besonders günstig. Man kann das allerdings häufig gebraucht bekommen, das Buch. Und man hat auch die Möglichkeit, das anschließend, wenn man es gelesen hat, und es dann natürlich auch wieder eventuell bei Amazon als gebrauchtes Buch wieder zu verkaufen. Lohnt sich auf jeden Fall aus meiner Sicht. Das ist eines der Top-Bücher, finde ich, die man als Trader gelesen haben sollte. Wolfgang sagt, britisches Pfund, mächtiger Flash Crash. Ja, das stimmt. Wir kriegen das halt meistens nicht mit, solche Sachen, wenn es dann direkt passiert. Aber wie gesagt, im Nachgang kann man solche Sachen natürlich sehr gut handeln. Und ich versuche das wirklich immer erst auch danach zu handeln. Also ich bin kein Freund davon, sofort, wenn die Zahlen kommen, jetzt auch am Donnerstag 13.45 Uhr, wenn die Zentralbank getagt hat und dann das Ergebnis bekannt gibt, handle ich halt nicht um 13.45 Uhr, sondern erst nach 14.30 Uhr. Okay, Marco fragt, was denkst du zu den Quartalszahlen von SAP und Daimler? Macht es Sinn, sich vorher zu positionieren? Ich glaube, die Frage habe ich vorhin schon mal kurz im Nebensatz beantwortet. Ich positioniere mich nie vor Quartalszahlen, immer erst danach. Das heißt, also ich habe im Regelfall, wenn ich nicht schon Positionen habe, die ich über Wochen im Depot habe, Beispiel Adidas, möchte ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, habe ich jetzt schon ein paar Mal hier erzählt, bin ich 70% dieses Jahr mit vorn, dann macht es keinen Sinn, jetzt jedes Mal, wenn Quartalszahlen kommen, hier auszusteigen. Aber wenn ich jetzt mir überlege, nächste Woche kommen Zahlen zu einem Unternehmen, werde ich nicht anfangen, mich vorher zu positionieren, sondern immer erst nach den Zahlen, weil ich dann schaue ich einfach, was macht der Markt und dann handle ich. Petra fragt, der erste Wert wird immer gekauft, der zweite Wert verkauft, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, worauf sich das bezieht. Roland fragt, Short-Umsetzung als Leerverkauf. Ja, Short handle ich halt immer als Leerverkauf. Das lässt sich ja relativ einfach heute gestalten. Als ich angefangen habe zu traden vor 20 Jahren, ging das nicht, zumindest nicht für Private. Heute ist es kein Problem, man drückt genauso wie bei Long auf die Ausführung und dann hat man eben entsprechend einen Leerverkauf. Ist also kein Problem. Wo kaufen Sie denn physisches Gold? Auch einfach beantwortet bei meiner Hausbank. Auch da wirklich kein Problem, wird dann einfach im Tresor gelagert und das war's. Jörg fragt, haben Sie in diesem Langfristdepot auch Goldminen und Silberminen drin? Nein, habe ich nicht, nur physisches Gold. Es kann natürlich sein, dass ich mal Goldminenaktien kaufe als Handelsposition, als Swing Trading. Intraday könnte auch passieren, eher seltener, aber passiert auf jeden Fall auch. Da ist häufig das Problem mit dem Handelsvolumen. Aber wenn gerade Goldminenaktien gespielt werden und sie auf meinem Screener auftauchen, dann handle ich die natürlich auch. Ferret sagt, ist links dein 6-Phasen-Screener zu sehen? Ja, was du siehst, sind die Ergebnisse aus dem Screener, Ferret. Genau, das ist, kommt vom 6-Phasen-Modell her. Nutze ich halt immer für mein gesamtes Trading. Also ich habe ja früher immer bis vor ja, gut einem Jahr immer von Hand komplett die Märkte gescreent, einmal in der Woche am Montag. War dann meistens morgens so eine Stunde damit beschäftigt und mittags nochmal 3 Stunden für den US-Markt. Und das habe ich einmal in der Woche gemacht. Und dann habe ich halt die Aktien gehandelt, kamen nur noch die Aktien dazu, die ja, wo irgendwelche Zahlen kamen, wo es irgendwas Besonderes gab, hohe Gewinne, hohe Verluste. Heute schmeiße ich einen Screener an und kann im Prinzip, das kann man einmal in der Woche machen, kann man aber heute jeden Tag machen, weil die Daten kommen ja, wenn ihr sofort sortiert, sobald du den, ja, den Rechner anmachst. Also es ist sehr angenehm. Bei welchem Kurs wäre britisches Pfund übertrieben schwach? Kann ich nicht sagen. Ich bin kein Fundamentalist, Nikolai. Interessiert mich auch nicht. Also ich kann es nicht sagen, wo ein Devisenpaar überbewertet ist oder unterbewertet ist. Das ist mir auch eigentlich egal. Beim Bund Future hätte auch jeder gesagt, bei 0% Zinsen, es kann ja nicht anders kommen, als dass da der Markt dreht, weil wer hätte schon damit gerechnet, dass wir auch weniger als 0% Zinsen bekommen. Das heißt, dass wir für unser eigenes Geld Zinsen bezahlen müssen. Also von daher, das sind alles Grenzen, die wir nur im Kopf haben. Deswegen nutze ich das halt nicht, sondern ich trade das, was ich sehe und das handle ich dann eben entsprechend. Wolfgang sagt oder schreibt, Erdal Schiene sagt in seinem Buch, wenn alle Zeiteinheiten in die gleiche Richtung gehen, ist ein Trade in diese Richtung nicht mehr sinnvoll.
weil alle Käufer und Verkäufer schon im Gewinn sind. Wie siehst du das? Also wenn ich Trades nehmen darf, ich sage jetzt einfach mal, die jetzt in den letzten Wochen besonders schwach waren, weiß ich nicht, wo diese Logik herkommt. Natürlich ist natürlich was dran, es macht nicht unbedingt immer Sinn, Trades einzugehen, wenn alles in eine Richtung zeigt. Aber man kann eben auch nicht alles pauschalisieren und das möchte ich hier auch da einfach mal sagen oder zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal dann doch noch mal kurz in den Aktienchart rein, um das zu zeigen, weil daran sieht man einfach, dass es eben nicht immer alles eins zu eins zu übernehmen ist. Man muss auch bei Büchern auch immer sehen, und das weiß ich auch selber, weil ich gerade ein Buch schreibe, es ist halt schwierig, weil die Kunden natürlich oder auch die Trader versuchen immer alles zu pauschalisieren. Und das ist natürlich extremst schwierig. Also wenn wir jetzt mal eine Aktie nehmen, die ich die letzten Wochen halt auf der Short-Seite viel getradet habe, hier zum Beispiel E.ON, die ist natürlich immer, also wenn wir jetzt mal hier einen Ausblick nennen aus den letzten 12 Monaten, die ist halt nur gefallen und trotzdem macht es halt immer wieder Sinn, diese Aktien auf der Short-Seite zu traden. Das heißt, auf Tag, Stunde, Intraday ist natürlich hier in dieser Phase immer nur Short gewesen, aber alleine hier von 7,30 Euro auf 6,20 Euro runter, das sind halt 15%. Da kannst du natürlich sagen, pff, ja, dafür mache ich keinen Trade, also ich mache dafür alles, ne? Also ich, deswegen... Ich, Erdal ist wirklich ein super netter Kollege und ich glaub, ich weiß auch, was er damit meint. Es macht wirklich nicht immer Sinn, solche Trades zu machen, aber wenn wir eben Zahlen haben oder bestimmte Ereignisse, dann ist es mir auch egal, ob alles in eine und die gleiche Richtung zeigt, weil das muss man einfach sehen. Jeder von uns hat natürlich auch einen anderen Handelsansatz und wie gesagt, Erdal ist wirklich ein super Kollege, der auch echt richtig fit ist in dem, was er macht. Kann ich auch nur Daumen hoch machen, aber man darf auch nicht immer im Buch alles pauschalisieren, was man dort liest. Okay, kommen wir jetzt zu den letzten zwei Fragen, die ich hier noch sehe. Ingolf fragt, handelst du auch ab und an und die Korrektur, sprich entgegen des Trends? Also fast überhaupt nicht, Ingolf. Also das kann schon mal passieren, dass ich das im Minutenchart oder im Tickchart mache. In einer höheren Zeiteinheit fast gar nicht. Ich will das nicht... Kommen wir wieder zu der Pauschalisierung, also nicht, nie, sag niemals nie. Das kann nämlich passieren, dass ich entgegen der Richtung handel, wenn zum Beispiel sowas passiert, wie wir das in der letzten bzw. vorletzten Woche mal in der Deutschen Bank hatten, wenn plötzlich so eine Rallye entsteht und man sieht diese und weiß, die kommt aufgrund von Zahlen, dann kann es schon mal sein, dass ich dann tatsächlich auf kleinen Zeiteinheiten einen entsprechenden Trade mache. Hier zum Beispiel, den Trade haben wir auch letzte Woche ja schon mal in meiner Facebook-Gruppe angesprochen gehabt. Also das kann schon mal passieren, dass ich mich dann dazu hinreißen lasse, das auf Minutenbasis zu handeln. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist halt, dass ich immer versuche, aus der Korrektur meine Trades in Trendrichtung aufzubauen. So, Peter fragt noch, wo kann man Infos bekommen, wie man einen Handelsplan erstellt? Gute Frage, Peter. Also ich habe im Netz dazu noch nicht so wahnsinnig viel gefunden, weil das ist natürlich, macht natürlich jeder ein bisschen individuell seinen eigenen Handelsplan. Wir machen das immer im Rahmen meiner Workshops, sowohl für den Stundenhandel, weil dann gehen wir ja verschiedene Strategien durch, wie ist mein Sechs-Phasen-Modell aufgebaut und wie möchte ich jetzt auf Tag und Stunde handeln. Den Handelsplan muss man sich dann natürlich selber schreiben, aber man hat halt alle wichtigen Voraussetzungen dafür und für alle die, die jetzt auf Stunde oder Intraday handeln, also sprich auf den kleineren Zeiteinheiten, da machen wir das jetzt auch im November natürlich im Rahmen meines 5-tägigen Theorie- und Praxis-Workshops. Dort werden natürlich auch oder sollte auch jeder die Zeit nutzen, dort im Workshop einen eigenen Handelsplan zu erstellen. Da machen wir immer 2 Tage Theorie und dann geht es eben im Endeffekt darum, hier an dieser Stelle einen Handelsplan zu erstellen, weil nur damit kannst du im Endeffekt messen, ob du duplizierbar handelst und im Nachgang dann auch, wenn du das Trading Journal führst, dann auch wirklich siehst, habe ich das wirklich gemacht und ist das Ganze dann auch wirklich für mich profitabel, wenn ich mich daran halte. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantworten können. Also wie gesagt, Handelsplan aus meiner Sicht ist eines der grundlegenden Elemente, um überhaupt erfolgreich und duplizierbar traden zu können. Wenn du das nicht hast, dann wird es sehr schwierig werden, wirklich kontinuierlich immer wieder dasselbe zu tun. So, und dann haben wir noch die letzte Frage hier von Martin als Anfänger.
passt man seinen Handelsplan öfter mal an, je nach Erfahrung. Das ist allerdings richtig, Martin. Das kann ich nur bestätigen. Das sehe ich bei fast all meinen Coaches. Ich mache nun sehr viele Coachings. Die meisten Trader, die ich kennengelernt habe, haben schon mindestens 10 Handelspläne zumindest im Kopf mal durchgetradet. Das Problem ist immer, man schwingt dann von einem Setup ins nächste und vor und zurück und mit nichts ist man wirklich glücklich. Ganz schwierig. Deswegen einmal sich hinsetzen und das wirklich mal gewissenhaft machen, das bringt meiner Meinung nach den größten Erfolg. Ja, da sind wir, glaube ich, mit den Fragen am Ende. Ja. Von meiner Seite her, ich wünsche euch wirklich viel Erfolg in den nächsten Wochen. Wir sehen oder hören uns, wenn ihr Lust habt, in 2 Wochen, glaube ich, schon wieder oder 2,5, ich weiß gar nicht, am 7. November zum nächsten Mal der große Marktausblick. Da werden wir dann wahrscheinlich auch wieder mehr auf einzelne Trades auch eingehen können, weil A, das Marktumfeld sich wahrscheinlich für eins der beiden Long oder Short dann entschieden hat. Dann werde ich auch wieder einige Trades von mir mitbringen. Wie gesagt, diese Woche, ich war letzte Woche unterwegs, aber dann beim nächsten Mal auch wieder Trades von mir, was ich dann an dem Tag oder an den 2, 3 Tagen davor gehandelt habe. Das von mir übergebe ich gerne wieder an Nels. Mir hat wieder viel Spaß gemacht. Hoffe, euch auch, konntet wieder das ein oder andere mitnehmen und würde mich freuen, wenn wir uns am 7. November dann wieder hören. Ja, vielen Dank, Mario. Hat auch mir und ich denke auch den Teilnehmern auch wieder Spaß gemacht, war wieder sehr interessant. Wenn da Interesse besteht an dem Thema Handelsplan, Handelsvorbereitung, können Sie ja uns ein Feedback geben und vielleicht kann ich ja Mario überreden, auch hier mal ein Webinar zu halten. Und ich bedanke mich, wünsche Ihnen auch einen schönen Abend, hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal alle wieder dabei sind. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Trades auf und bleiben Sie gesund. Schönen Abend, bis dann.